Servus, servus. Und hallo. Wir haben Dienstag, den 2. März. Ja, ich bin mit dir erzählt, der will es hier vorne kippen. Ich habe meinen Kalkangriff wieder gut. Ja, 1,4 Dollar. Genau auf meiner Fläche sind 16 Kilo Stickstoff aufs Hektar. 220 Kilo Dünge aufs Hektar quasi. So was ausgerechnet. Ja. Mit der Ladung fahren wir jetzt, ja. So kurz vor knapp bei der Reifeisen gewesen und Pult.
Fahne. Also ganz am Windkampf.
So Leute, und da haben wir unten KS. Ja, schaut schön aus, lauter so weißer Kügeler. Kalk, Ammonsalbete, Mineraldünger oder wie man bei uns da ist, auch Kunstdung. Ja, so wird es halt einfach genannt. Der kommt jetzt auf die Flächen, ich habe es vorhin gesagt, 222 Kilo auf Hektar, 222, Periode 2. Das kommt jetzt da auf den Acker und auf die Wiesen. Entspricht quasi bei 27% N 60 Kilo. Zumindest wenn ich mich jetzt nicht irgendwo verrechnet habe. Ja, da komme ich auch hier. Das sind jetzt 1,42 Dollar. Sollte eigentlich für meine kompletten Flächen länger. Ja, ja, doch, ich denke schon. Innerhalb ich auch noch ein Säckler steht, das kann ich auch noch mit dazu da. Und auch noch mal, ich glaube 50 Kilo. Und ja, ich denke, das langt. Ja, wann ich noch ausbringe, weiß ich noch nicht. Jetzt gehe ich erst einmal noch in den Stall. Und vor allem, wie ich noch ausbringe, weiß ich noch nicht. Ja, Freitag ist mittlerweile kaltes. Die Sonne scheint zwar. Aber es hat gestern Abend das Ringen angefangen. Aktuell haben wir eine Temperatur von 3 Grad, habe ich jetzt gerade geschaut. Ist recht frisch. Vorhin hat es einmal ein bisschen lang gegrieselt. Also, ja, gebröselt. Richtig Schnee wurde es nicht. Ja, es ist nochmal kalt geworden, hat ja der Wetterbericht gesagt. Ja, mei, ist halt so. Ja, alles klar, klebe ich mich dazu. Ja, ich habe mir ja was gekauft. Das wisst ihr ja noch gar nicht. Doch, ich habe mir aber was gekauft. Zum Rübenstecken. Ja, neue Maschine. Weil, braucht man unbedingt. Muss unbedingt her. Ich wollte Einzelkorn, Seemaschinen haben. Und hat sich angeboten, wobei E-Bike drin. Ja, und wer jetzt denkt, oh geil, jetzt hat er sich eine Einzelkornsämaschine gekauft. Wie viel Rüben will der Anbauer? Ist bestimmt noch einer hinter dem Bulldog. Nee. Wird verkauft und eine normale Dibbelmaschine. Habe ich bei eBay gefunden, war im Angebot, 50 Euro. Ganz ein einfaches Ding. Ist eine handgeführte Maschine. Für das, was ich Rübenanbau, auf 4 oder 6 Reihen oder was, da langt mit dir auf jeden Fall. Dann geht das Rübenanbau auf jeden Fall deutlich schneller als letztes Jahr, wo ich alles mit den Fingern die Löcher gemacht habe und immer auch keine Lanei, da bist du ja Stunden drüber und dann warst du ja in der Platten. Von daher habe ich mir gedacht, nö, ich möchte so ein Ding haben. Ein richtiger hinter dem Bulldog lohnt sich nicht, weil so viel Rüben baue ich jetzt dann gar nicht an. Es macht keinen Sinn, sich jetzt einer zu kaufen. Ich hätte jetzt zwar einer angeboten gekriegt, ich glaube, die wurde sogar 5 oder 6 schorig, also jetzt da 5 oder 6 Reihen auf einmal gemacht. Aber was will ich mit so einem Ding? Wie gesagt, so viel Rüben baue ich jetzt nicht an. Gut, du könntest da zum Maislegen noch verwenden, aber ja, ich habe auch keinen Häcksle, beziehungsweise naja, wenn dann kann ich es auch machen lassen, wenn ich so viel mache. Für meinen Zweck, da langt die da. Ja, das neue Ding kommt aus Polen. Ja, mei. Was ist da drauf? Was kaputt gehen könnte? Eigentlich, wenn man es genau nimmt, nichts. Vorne hinten ein Rädler, Führungsrädler, oder dass du halt überhaupt schieben kannst. In der Mitte eine Schuhe. Sortkasten um drauf. Ja, du füllst quasi die. Ja, Rübensamen oder was oder Gerschen oder was halt gerade sehen willst, das füllst du da rein. Und die kleinen Baselader, die befördern es dann da rauf durch das Löchler. Da ist ein Lochscheim hinten drauf, mit der kann man die Korngröße einstellen. Muss man natürlich die richtige wählen.
für die Rüben, dass man nicht die falsche Größe nimmt, weil sonst, ja, wenn du da 5 Sommer auf einmal drin hast, ist ja auch irgendwie Quatsch. Kannst du einstellen, fällt du runter. Und da unten der Klappmechanismus, der kann entweder auf Dauersaat gestellt werden. Quasi aus so. Na. Dann fällt dein Getrau oder was du halt hast, immer direkt rein und sehe dauerhaft. Oder die Klamme ist so nach oben. Und dann bei jeder Umdrehung klappt es auf und lässt der Kandler runterfallen. So. So schaut es aus. Die kann man auch noch die Geschwindigkeit ändern, weil ich denke, das ist nämlich vom Abstand sehr knapp. Wenn man dreht, die Besler, wie gesagt, befördern es dann nach oben. Und das Seiten sieht man vielleicht so ein bisschen das Löchler unter dem Besen. Und dann fällt es, wie gesagt, da hinten rein in den Schacht und runter. Ja, das Schor da unten ist ein wenig dreckert. Ich habe es auch mal gerade ausprobiert im Träger. Also nein, geht es auch wunderbar. Ist nicht sicher ein gewachsener Boden. Also quasi in Gras ein schöner Furchen rein. Das Schor macht die Reihe, wo die Kandler reinfallen sollen. Und da hinten wird es dann wieder zugeschoben. Ja, so die Funktion. Ob das Ganze auch funktioniert oder nicht, das muss ich probieren, sehe ich dann. Auf jeden Fall denke ich, das ist eine definitive Erleichterung. Das ist was Einfaches. Die hat es früher schon gegeben, solche Dinge, die Handsämaschine. Ja, das ist bei uns da unten, da ist es schwierig, sowas zu kriegen. Ich weiß nicht, das ist bei uns nicht so populär gewesen. Man, ja, Süddeutschland hat es ein wenig zugerüben Anbau gegeben, aber das dann meistens im größeren Stil. Also mit Maschine, mit Anbaumaschine und Bulldog. Die Handmaschine, also im Internet, wenn man sucht, man findet es auch vor allem in Norddeutschland rum. Da sind sie scheinbar recht populär, aber da unten bei uns in der Ecken. Ja, vielleicht hat irgendjemand was daheim stehen gehabt. Kann durchaus sein, dass irgendwann einer auftaucht. Ich habe jetzt schon eine Zeit lang immer mal geguckt gehabt und probiert gehabt und geschaut, aber. Ja, hat sich nichts ergeben. Ja, wie gesagt, was ganz Simples, was Einfaches. Für meinen Zweck wird es auch länger. Seitlich jetzt auch eine Spuranreise, dass da warst, du da wieder sehen müsstest. Den kannst du da einstellen. Also, du hüm. Kannst die Schrauben aufmachen, dann kannst du da weiter reinschieben. Oder weiter hinaus, je nachdem, wo du halt brauchst. Kannst du einen Reiherabstand machen. Ich brauche da eigentlich gar nicht. Weil ich tue ja sowieso mit dem Vielfachgerät meiner Häufelreihe ziehen oder gleich mit einer Äpfelstecke. Lass dann bloß nichts reinfallen, dann habe ich meine Reihe dort. Dann fahre ich mit der Maschinendode ab und mal durch. Arm rüber, dass die 4 oder 5 oder 6 Reihe dann gesät sind. Und das war's dann. Wie gesagt, für mehr brauche ich die Maschine. Und da habe ich gedacht, da langt mal Handsämaschine auf jeden Fall. Gesehen habe ich die beim Kollegen Dreizylinderbauer. Der hat so eine A. Aber als altes Modell, von früher halt. Und ich habe mir gedacht, ja, eigentlich, das wäre für mich ja vollkommen ausreichend. Was soll ich da oder was anderes kaufen? Genau, die wollte ich euch zeigen. Wie gesagt, ein bisschen dreckig. Ich habe es auch mal abgefett, weil die kommt ja komplett drucken. Also hat einen Kettenantrieb von vorne. Da läuft der Kettenantrieb, der treibt das an. Das Rädler da kann ich noch drehen. Ich denke auch, das werde ich machen müssen für die Rüben, dass quasi der Abstand zwischen die einzelnen Rüben ein wenig größer war, weil die waren ja doch recht groß. Quasi die Murren da auf, Rädler runter, Rädler rumdrehen, Rädler wieder drauf. Weil da hinten, ja, Nosen, die lösen unten diesen Mechanismus aus, dass die Kandler runterfallen. Blub. Blub. Ja, das Ganze muss ich erst ein wenig einlaufen. Fertigungsqualität so haben ist natürlich nicht jetzt das Bombastischste, aber bei dem Preis habe ich mir gedacht, ich probiere es einmal und wenn es aber was dacht, ist recht und wenn nicht, naja. Für das, wo ich vorhabe, wird es ja schon gerade gehen. Vielleicht, wenn ich irgendwann einmal Lust und Laune habe, vielleicht kaufe ich mir ja dann doch einmal noch einer, noch einen Bulldog. Muss ja kein Cruiser sein. Schön wäre es, wenn es sowas gäbe, um Eberhard Vielfachgerät. Einfach solcher Sägkörper zum Anbauer wäre natürlich optimal, weil das hätten wir eh. Aber ich habe im Internet noch nichts gefunden. Und wie gesagt, dafür mögen will ich nicht ausgeben. Für Einachsschleppe gibt es Sägeaggregate für sowas. Das könnte man sich mit Sicherheit umfunktionieren, aber da kostet auch Sägeaggregate, das kostet 680 Euro.
Und das ist mir dann doch ein wenig zu teuer, der Spaß. Weil wenn ich ein 5-Schoriges Gerät für 150 oder 200 Euro im Internet kriege, ja, nö, also dann brauche ich nicht lang überlegen. Genau, ja, ist auf jeden Fall das Ding. Dann ist noch eine Kleinigkeit gekommen. Da bin ich dem Jannis dankbar, Jannis Wilms. Also, was haben wir denn da? Und unten Amazonenstreuer. Da steht er ja. Der ist ja neu lackiert worden. Es fehlen ja jetzt noch die Aufkleber. Und dann habe ich gedacht, ich frage mal den Jannis, weil der arbeitet ja bei Amazone. Und siehe da, der hat was für mich gehabt, da bin ich noch sehr dankbar. Klasse Sache. Muss jetzt bloß noch drauf machen. Der Typenaufkleber, also das L251K, das haben sie auch noch im Ersatzteillager liegen. Hat er leider noch nicht gekriegt. Aber das ist schon mal nicht schlecht. So ein Armo die. Dann hat er mir da noch was geschickt. Ja, eine Amazone gehört das bestimmt nicht. Also ich könnte mir vorstellen, das gehört an Nintendo. Ist auch nicht schlecht. Maschinennubbel. Schmierpunkte. Ja, Glandode wieder. Die gehören hinten drauf. Könnte ich auch mal eins spaßeshalber machen. Ich glaube, der ist sogar noch da. Vielleicht. Oh. Da ist noch der Alter, der früher drauf war. Ja, der ist mir rot. Der neue ist ein wenig größer. Macht nichts. Aber dass wir den Amazonenstreuer wieder als Amazonenstreuer erkennen, ist optimal. Auch in groß. Also ich könnte mir jetzt noch ein paar Amazonenmaschinen ausschaffen. Ich könnte jetzt dann mehr Maschinen bekleben. Finde ich cool. Richtig nett. Also in diesem Sinne hier auch nochmal Dankeschön dafür. Richtig klasse. Auf dass der dann wieder ausschaut wie neu. Dass er wieder alles hat. Ich meine, ist ja auch nicht ganz verkehrt. Weil, ja, es ist jetzt wohl neu lackiert worden. Gut, die Räder nicht. Und hinten die Vaterschnecken, die graue auch nicht. Weil, ja, übertreiben muss man es nicht. Wie gesagt, müsste ich jetzt dann erst extra Farbe bestellen dafür. Die habe ich nämlich nicht da. Also, das Grün habe ich gehabt, das habe ich mir extra bestellt. Aber das Orange habe ich eigentlich nicht gerechnet, deswegen habe ich das auch nicht. Sonst hätte ich das mitgemacht. Ja, aktuell steht er ja abgedeckt. Und das letzte Mal schon gesagt, ich habe noch abgedeckt. Hat schön gepasst. Dann hat es ja doch gerenkt. Naja, genau. So viel dazu. So, gestern war ich noch unterwegs. Ich habe am Anfang vom Video schon gesagt, ich habe KAS-Kult. Der ist ja da, auf dem Kippe noch. Und der muss ausgebracht werden. Und nachdem der Rauch hinten ja irgendwie ein wenig desolat ist, ist unten ein Plastikteil kaputt. Und bevor ich das gar wegreiße beim Streuer, habe ich gedacht, ich frage einmal einen Bekannter. Ich wusste, ich habe im Stadl einen Streuer stehen. Ist ein Einscheibenstreuer, ja, aber irgendwas älter. Und ja, habe ich gedacht, ich frage es einmal, ob es da denn noch stehen hat. Ob ich mir den auch mal leihen kann. Und da war ich gestern, vorgestern war ich drum, hab's auch gefragt. Und so gesagt, ja, den hat's auch noch. Den kann ich mir selbstverständlich leihen. Und wenn er mir gefällt, soll ich ihn dann gleich behalten. Ja, habe ich gesagt, ja, jetzt, erst einmal geht's mir drum, dass ich ausbringen kann. Das Ding habe ich geholt. Ja, wie groß ist der? Hängt der um IHC? Ne, der hängt nicht um IHC. Ich gesagt, das ist ein kleiner Streuer, 300 Liter Streuer. Ist das Ding da? Hängt an meinem kleinen 15er. Ja, das dürfte ein Rotina 300 sein, Rotina Petzoldwerk, ich glaube in Kloppenburg oder was, wo die waren. Einscheibenstreuer, also was ganz Simples, Einfuchs, nichts Besonderes. Ja, für meinen Zweck, was ich jetzt vorhabe, ich möchte wie gesagt einmal Streuer, wo ich gesagt, da werden wir den jetzt einmal länger. Es geht ja darum, dass ich überhaupt da mal was ausbringe. Weil ich brauche auf die Flächen jetzt einfach wieder Nährstoff, ich komme nicht drum rum. Und ja, da wird es der da ein bisschen was trotzdem machen ist, weil die Hebelage, die ist recht leichtgängig durch die Vibration vom Bulldog.
gehen ja nämlich die Schieber immer wieder auf. Also die sind eigentlich ganz, ganz leichtgängig. Das ist natürlich nicht so toll. Wenn du fährst auf dein Feld oder auf deine Wiesen und unterwegs verlierst deinen Dünger und wunderst dich dann, warum du nichts mehr zum Streuer hast. Ja, die können ein wenig angezogen. Die konnte Mutter da aufmachen, das Ganze ein wenig enger zusammenzwicken, dass es wieder ein bisschen besser klemmt. Und dann hält es auch wieder. Dann ist das auch kein Problem mehr. Und theoretisch die Schraubendode, das ist auch noch einmal eine Transportsicherung. Die kann ich nehmen und kann sie da oben reinzwicken. Und kann auch quasi da damit blockieren, dass er gar nicht erst aufgeht. Ja, die ist jetzt auch nicht drin. Wie gesagt, ich tue das ein wenig nachziehen, dann geht es ein wenig schwerer, dann flutscht das nicht mehr so, so leicht. Und dann schauen wir mal. Dreher tue, schön leichtgängig. Zuletzt haben sie noch gehabt, vor 2 Jahren, glaube ich, das ist sauber gemacht worden und eingeölt. Also man sieht nicht mehr so viel vom Eingeölten, aber wenn man drüber reibt, die Finger werden ein wenig speckig. Ja. Wie gesagt, ich habe mir den jetzt auch mal ausgeliehen. Also gesagt, wenn er mir gefällt, soll ich ihn gleich behalten, weil sie brauchten auch nicht mehr. Den haben früher auch ein paar Bauern zusammen benutzt gehabt. Und die brauchen auch alle nicht mehr. Also wenn ich ihn möchte. Aber ich habe gesagt, ich probiere ihn erst einmal aus. Ich muss erst einmal sehen, ob es geht. Ja, eine Kleinigkeit fehlt. Der hat ursprünglich auch noch ein Prallblech dran gehabt. Unten hat er eins. Da hinten. Das ist noch dran. Aber da hinten, da muss auch mal eins gewesen sein. Öha! Scheiß Wind! Öha! Kennst du den Mann als Wort Herbst? Ja, was ist Paula? Ja, weil ich vielleicht wieder eins baue. Selbst wenn ich ihn nicht behalte, aber das könnte ich hier ja machen, den Gefallen. Jawohl. Wenn du den Schieber betätigst, dann ist es im Weg. Keine Ahnung, vielleicht was auch vorne drauf gesteckt. Weil die haben jetzt momentan da einen Plastiksack, dass wenn es da streust, dass nichts vor zum Bulldog fliegt, sondern dass es hinten bleibt. Wie gesagt, das ist halt nicht so modern wie jetzt hinten der Rauch. Und falls einige Leute fragen, ja, wieso tust du denn den Rauch zusammenrichten, wenn der doch einen Streuer vor der Jagd habt? Nö, warum soll ich da zusammenrichten, dass noch einer dann wieder kaputt macht? Das ist nicht meine Aufgabe. Sehe ich ehrlich gesagt nicht ein. Und für das, wo ich noch brauche, welcher dem anmal, da kostet der kleiner oder auch da. Ja, jetzt muss ich bloß einmal schauen, ich weiß nämlich nicht, was der für Streubreiten hat. Die alten Streuer hat es ja gegeben mit verschiedenen Streubreiten, habe ich mir sagen lassen und habe ich mittlerweile auch herausgefunden. Es hat es auch gegeben mit 4 Meter Streubreiten, es hat es auch gegeben mit 6 Meter, es hat es auch gegeben mit 9 Meter. Der Amazone EK300 hat, glaube ich, effektive Streubreite von 8 bis 9 Meter. Ja, keine Ahnung. Also, wie viel der hat, weiß ich nicht. Ist mir ein Rätsel. Oh, cool, da stehen Zahlen. 3/4 voll. Ja, also ich weiß, er hat 300 Liter. Das ist sicher. Aber ich weiß nicht genau, wie weit das er streut. Ob das jetzt 2 Meter, 3 Meter, 5 Meter sind. Weiß ich nicht, das muss ich jetzt auch mal ermitteln, weil ein Streudabeln gibt es leider nicht. Es hat wohl für das Ding einmal eine Anleitung gegeben, aber die ist irgendwie verlustig gegangen. Das heißt, ich muss mir das Ding jetzt dann auch mal selber zurecht bauen und machen, das halt dann funktioniert. Das heißt für mich jetzt, ich werde jetzt einmal die Hebel da ein wenig festziehen, dass der Schieber nicht mehr einfach aufgeht. Dann werde ich, weil ich ja nicht mein KAS jetzt wild verballern will, weil ich muss ja abdrehen, das Ding erst, werde ich einmal ein Vas rein da, von meiner Hühner, werde mich einmal unter ins Gehege stellen, weil passiert ja dann eigentlich nichts. Werde dann den Schieber mal, also die Drehzahl vom Bulldog einstellen, werde den Streuer mal gerade hinter den Bulldog stellen und werde dann einmal die Drehzahl so anpassen, dass halt passt. Lassen ihn laufen. Und wenn dann nochmal die Schieber aufmachen und dann mal grob nach der Wurfweiden gehe, was ich jetzt dann eigentlich für Streubreiten habe. Ich weiß, Weizen, das ist was anderes wie KAS, aber ich habe mir überlegt, wie könnte ich es am besten machen, ohne dass ich jetzt mein KAS-Dünger oder irgendwo wild verballe.
Weil das ist ja nicht Sinn und Zweck. Ich will ja jetzt nicht hergehen und will das Zeug rausschleudern, bis ich vielleicht einmal weiß, wie Brate streut. Dann ist schon die Hälfte vorweg und dann muss ich noch ermitteln, was ich überhaupt für einen Einstellwert habe. Also das muss ich jetzt einmal ein wenig basteln, bobbeln, machen, da irgendwie. So, die Hebel habe ich ein wenig aufgezogen und neu gekontert. Gänger deutlich strammer, viel besser. Ja, jetzt halten sie auch, jetzt gehen sie auch nicht auf, wenn der Bulldog da oder vibriert und wenn er alles wackelt. Passt so. Ja, in der Mitte verliert er da ein wenig Draht. Da muss ich mal gucken, vielleicht fällt da irgendwie ein Ring oder was. Vielleicht ist das da oder auch bloß ein wenig lose. Das muss ich auch mal sehen. So sollte es natürlich nicht unbedingt sein. Aber das sehe ich dann. Jetzt geht es mir erst einmal darum zu schauen, wie weit das er streut. Ich habe ihn jetzt sauber gerade ausgerichtet. Mit der Hydraulik komme ich auf eine Hubhöhe von 68 cm. Der ist jetzt genau waagerecht eingestellt. Also am Schlepper dran, wenn ich jetzt irgendwo auf dem ebenen Boden stehe, ist vorne und hinten die Streuscheibe exakt auf der gleichen Höhe, auch seitlich, das passt. Alles auf 68 cm, wenn ich noch voll ausgefahren habe. So, und jetzt schauen wir mal, ob das Ding auch richtig streut, wie weit das er streut. Den ersten Versuch habe ich gemacht. Mal bis daher. Und ja, wir hören die Kanne auf. Ja, sagen wir mal bis daher. So die Streuweiten. Ich meine, da drüben stehe ich jetzt sowieso ein wenig ungünstig. Ich befinde es noch am Zaun, aber es passt sich halt, weil er nichts gleich da drin hat. Er freut sich, die freier sich, haben was sie da. Jetzt lassen wir noch mal laufen, dann schauen wir mal, wo die Kandler landen. Zapfen wieder ausgeschaltet. Ja! Funktioniert. Jetzt weiß ich ja, in welcher Richtung das er jemals streut. Wenn ich den Schieber da aufmache, den rechten, streut er vor allem darüber. Wenn ich den linken aufmache, streut er vor allem da rüber. Das hängt da damit zusammen. Beim Anläuft eher da runter. Dann erwischt die Anna Streuscheiben, nimmt es auch mal mit rum da rüber. Und da, wenn ich es rein lasse, dann schmeißt sie es gleich da raus. Ob ich jetzt gerade rausgefunden habe, zumindest ist es so, wenn ich ihn so aufmache. Ja, ich habe mir markiert, wie weit, das misse ich auch mal schnell aus. So, gerade ausgemessen, vor dem Punkt ohne, bis da hinten, wo der Meter aufhört, sind 7,60 Meter, wo er streut. Ja, ich denke, ich kann die Streuweiten sogar noch ein bisschen erhöhen, wenn es ist. Wenn ich einmal eventuell unten die Schaufeln noch eins rübersetzt, ja, da unten Stellschrauben, dann wird er ein wenig steiler, vielleicht schmeißt er da noch ein wenig weiter. Konza. Und ich könnte da jetzt noch ein wenig ankippen, dass er hinten Höhen aufschmeißt, dann könnte er auch noch weiterkommen. Also ich denke mal, wenn es jetzt 7,60 Meter sind, die 8 Meter könnte ich schaffen. Ja, und damit kann ich dann auch was anfangen, dann kann ich mir erst einmal die Streu breiten. Was ist denn los? Ja, dann kann ich jetzt mit der Streubreiten erst einmal ermitteln. Machen wir dann. So Leute, der Streuer ist abgedreht, das haben wir gemacht. Der steht jetzt auf 215 Kilo auf Sektor. Aber ein weniger wie die 222, wo ich errechnet habe, aber das macht ja nichts. Vorher war er eingestellt auf 300 Kilo. Das habe ich, wie gesagt, ein wenig reduziert. Ja, Abdreher ist ein wenig blöd. Mit zwei Karton
brauchst zwar Mann. Stoppuhr halten, Schiebe aufmachen, Karton halten. Ja, ist nicht so wie bei dem Moderna, dass du einfach den Teller unten rausmachst und lässt laufen. Das geht bei dem leider nicht. Da muss ich auch mal gucken, gibt es bestimmt irgendeinen Trick, vielleicht von Amazon oder so. Die haben ja bestimmt auch irgendwie einen Trick bei ihrer alten Streuer, dass du es abdrehst. Aber es hat funktioniert. Beim ersten Mal sind 6 Kilo rausgekommen und beim zweiten Mal dann dementsprechend halt weniger. Ja, also 215 und ein paar Zerquetschte oder was habe ich jetzt dann eingestellt. So genau ist das nicht. Aber auf jeden Fall, das was ich ausbringen will, dass ich circa die 60 Kilo N aufs Hektar habe. Ja, die Ashtar-Wiesen ist schon fertig. Das war die unten am Weiher, die habe ich gleich probiert. Da habe ich den Steuer circa 3/4 voll gehabt. 300 Kilo Gänger rein. 3/4, naja, vielleicht 2/3. Naja, so in irgendwo. Ja, könnte 3/4 sein. Und hat unten für die Flächen optimal gelangt. Bombastisch. Ruckzuck. Ich war da unten vielleicht 10 Minuten, war die Wiesen gestreut. Da hinaus stehe ich in der Wiesen. Ich weiß nicht, ob man die weißen Kerner sieht. Bin ich auch schon fertig. Ruckzuck. So schnell schaust du da gar nicht, ist die Menge ausgebrochen. Genial. Und der streut gleichmäßig. Und wenn ich die Schiebe unterschiedlich aufmache, wenn ich den Schieber da aufmache, den linken, dann streut er da rüber. Und wenn ich den aufmache, dann streut er da rüber. Also der hat sowas, wie gesagt, mit so einer Grenzstreueinrichtung funktioniert aber eigentlich gut, habe ich ausprobiert. Genial. Weil das macht richtig Laune damit. Ja, ich mache jetzt hinten noch die Koppel oben her, von der Hecken entlang, dass da auch ein wenig was nachkommt, dass man es wachsen kann, weil das sind eh die Viecher jetzt nicht. Aber die Henna geht auch wieder rein. Und dann passt das. So, erst einmal da oben den Zaun aufgemacht, dass wir unten dann fliegen den Startschieber auf und direkt bis durch, weil sonst müssen wir anhalten. Genau. Lieber gleich vorsorglich. So, da hinten müssen wir mal schauen. Was klappen. Bei der letzten Spur habe ich dann bloß den Anschieber aufgemacht, dass ich quasi die Überlappung mit hier bringe.
die wunderbar. Ja, schön fein verteilt, ich kann euch gleich nochmal zeigen. Wir machen mal in die Flächen rein. Ja, nur mit Reisig weggerammt werden. Da liegt er jetzt, der KAS. Ja, schön gleichmäßig verteilt. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwo Spurenbildung ist, dass ich einen dicken Haufen habe. Da bin ich heraufgefahren im eingeschalteten Zustand. Also nicht, dass ich jetzt in der Mitte irgendwie eine fette Spur hätte. Nö, ist gleichmäßig verteilt auf die Vollabräden. Also jetzt passt wunderbar. Ja, Boden ist natürlich ein bisschen erwacht, das sieht man. Und da sieht man jetzt die Bulldog-Spur. Und da sieht man auch, dass sie jetzt bis daher geflogen ist. Ich meine, gut, das ist bergab. Also ich sage mal, bis daher ist das Streubild gleichmäßig. Das sind von der Bulldog-Spur ja, circa 3 Meter. Die Bulldog-Spur selber, die ist 1 Meter. Und aufwärts ist das selber mit die 3 Meter. Also komme ich auf 7 Meter. Ich denke, wenn man die Streuschaufeln vielleicht noch umstellen geht, könnte man mehr machen. Dann müsste ich aber natürlich wieder alles neu berechnen. Und die 7 Meter muss ich jetzt sagen, komme ich eigentlich gut hin. Gibt's nichts. Schön verteilt, schön gleichmäßig, optimal. Ja. Soll mir noch eine sagen, die Altartechnik funktioniert nicht. Die Altartechnik funktioniert sehr wohl. Muss man halt ein wenig, ja, man muss sich neu finden. Ich habe jetzt keine Streutabellen für den gehabt. Sowas besitzt der nicht. Ja, kein hydraulischer Schieber drauf. Also muss mit Händen steuern das Ganze. Ja, aber es funktioniert. Ah ja, ihr kriegt gleich. Ich weiß nicht. Alter, eigentlich auch gesagt haben, ja, das Alter gelumpt. Das darf doch nichts. Ja, früher ist doch auch gegangen. Ich meine, klar, früher war nicht alles gut und nicht alles besser als heute. Aber warum soll ich mir jetzt dann an einen Streuer holen? Oder warum soll ich jetzt dann auf meiner Kosten den Rauch von der Jochgenossenschaft zusammenrichten? Also selbst wenn ich das Geld wieder kriege, ich fix halt nicht ein. Ich stecke wieder einen Haufen Zeit und Arbeit rein. Ja, und das Ding, das tut es genauso. Und vom Übertragen von der Bodenverdichtung würde ich sagen, bin ich mit dem Bulldog da jetzt sogar besser dran wie mit dem IHC. Keine Einbildung gesagt, ich habe ein wenig Luft abgelassen, es sind jetzt 1,2 Bar drauf. Und ja, der hat ja die breiten Reifen drauf. Das ist ja 12,424, das sind ja die Vorderreifen vom IHC gewesen. Also ich würde auch mal sagen, passt schon. Ja, genau, dann räumen wir jetzt auf. Los, Feierabend. Mehr gibt's nicht zu sehen, so schnell geht's. Wir haben es aufgerammt, sind wir im Stottel drin und ja, ich habe jetzt gerade meine Viecher noch gemacht. Draußen ist mittlerweile finster. Ja, zeitlich war es jetzt, ich schätze halt 7 Uhr. Naja, das ist jetzt dann hiermit auch meine allerletzte Rückmeldung. Ja, zu diesem Vlog. Ja, wie es weitergeht, das erfordert dann im nächsten Vlog. Mal gucken, wie ich dazu komme. Die ersten Bilder vom Düngerstreuer habt ihr. Ja, wie gesagt, ich habe immer gesagt, ich mache eigentlich keinen Kunst- und keinen Mineraldüngerstreuer. Aber ja, es ging einfach nicht mehr anders. Es muss da mal sein. Ich musste mir jetzt überlegen, ob ich zukünftig noch vor die Flächen was ernten will, ob ich noch Ertrag haben will oder ob ich dann wirklich irgendwann einmal ein bisschen Unkraut noch und einen Ertrag. Ich habe es letztes Jahr im Haben draußen gesehen. Das Feld war 5 Jahre lang stillgelegt, das ist ein bisschen mies drauf gekommen.
Ich habe 1,8 Tonnen, oder 2,8 Tonnen, müsste ich jetzt nachgucken, ich weiß nicht mehr genau wie viel, haben runtergebracht von einem Hektar, also das ist ein Witz. Das ist, ja, eigentlich schon für die Arbeit gewesen, wenn man es so will. Ich meine, gut, den Haben habe ich angebaut, das war eh ein alter Saathaben, wo ich nicht mehr gewusst habe, ob ich überhaupt noch was darf. Ursprünglich war er als Futter gedacht, ich habe dann gesagt, probieren wir es. Die Welt ist nicht rausgekommen, ja, das weiß ich. Ja, ist halt wie es ist. Aber den Haben, hier haben wir jetzt ein wenig Habenstuhl drin. Das schmeckt ihnen ganz gut, fressen sie auch gern. Ah, der da drüben. Dafür habe ich es gemacht. Und dann habe ich Schrutneier und gibt es denen da damit ein wenig was gemischt. Und passt das. Ja. Wie gesagt, aber ich möchte zukünftig schauen, dass ich wieder mehr von der Fläche runterhole. Und das geht halt nur, wenn ich auch die richtige Menge an Dünger habe. Weil wenn ich zu wenig dünge, man sieht zwar die Flächen, es wird jedes Jahr weniger Heu, was ich runterhole. Es wird jedes Jahr weniger Ertrag auf dem Acker, den ich runterhole. Das Unkraut wird mehr. Gut, die Disteln habe ich jetzt doch bekämpft. Das hat ganz gut funktioniert und das Acker-Gliegras wird es jetzt hoffentlich dann, ja, ich sag mal, größtenteils ausrotten. Aber es braucht halt auch Nährstoff im Boden und da kommst du nicht drum rum. Es nutzt nichts, wenn ich bloß 24 Kubikmeter Mist habe. Ja, bei 6,1 Hektar Flächen, wo er ausgebracht werden kann, weil 7 Hektar haben wir insgesamt mit dem Wald, 6,1 sind es, wo ich es ausbringen kann, da kommt nichts rum. Das ist zu wenig. Weil, wenn ich dann dünn draufspratzel, du siehst den Mist schon fast nicht. Ja, was soll ich dann groß dünger? Das ist groß, das lacht sich ja Wahnsinn. Jetzt habe ich letztes Jahr den Kalk gefahren. Ich möchte die Flächen einfach einmal wieder ein wenig aufbessern. Klar, die Alternativen wäre gewesen, Gülle von irgendwoher. Aber da geht halt auch wieder das Drama los, mit hier und her. Wenn ich welche kriegen könnte, dass ich es auch selber ausbringen kann, ja. Aber wenn ich erst jemanden dazu brauche, der mir es macht, nee. Mist kann ich heuer im Herbst wahrscheinlich noch ein wenig mehr holen. Also mein Haufen, den wo ich selber habe. Den wo ich dann wieder bei einem Bekannten holen muss, wo ich halt die ganze Zeit hingekarrt habe. Ich hoffe, dass der Container fertig wird, dass der auch ein bisschen gefüllt wird bis zum Herbst. Ja, und dann kann ich noch vom Bekannten, der hat gesagt, ja, dann legst du gleich ein wenig mehr auf, schmeißt ein wenig mehr mit drauf, nimmst das Gummit. Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich das, dass ich einfach ein bisschen mehr draufbringe auf die Fläche. Und das mit dem Dünger, ja, es muss auch mal sein. Wie gesagt, wir sind kein reiner Biobetrieb. Ich habe zwar immer gesagt, so lange wie es geht, möchte ich das alles weglassen. Aber wenn ich merke, es geht halt einfach nicht mehr, du kommst so nicht mehr nach, dann muss man einfach einmal eine Entscheidung treffen. Entweder man stellt dann den Ackerbau gut ein oder man probiert dann einmal einen anderen Weg. Ich meine, sagen wir es einmal so, das Dünger mit dem Mineraldünger, ja, das lasse ich mir noch eingehen. Spritzen wäre durchaus auch noch drinnen, könnte ich machen. Ich habe einen Sachkundenachweis, ich habe das Kattel einstecken, ich habe noch aufgefrischt. Aber das mache ich aus Überzeugung nicht. Einfach weil ich nicht mag. Den Mineraldünger habe ich einmal gesagt, das ist eigentlich so ein wenig eine Philosophie von mir, möchte ich nicht, solange wie es geht. Ging es nicht mehr anders. Und dann ändern sich ja auch mal Meinungen. Also bevor du irgendeine sagst, du hast doch immer gesagt, du magst das nicht, hast du immer grußkotzig behauptet. Ich habe immer gesagt, ich mag es so lange nicht, wie ich es vermeiden kann. Und wenn es nicht mehr anders geht und ich habe keinen anderen Weg mehr, dann muss ich. Dann bleibt mir nichts übrig. Dann muss ich einen Weg finden. Ihr wisst, dass ich gerne mal alles selber mache. Dass ich ungern jemanden brauche für irgendwas. Klar, Siloballen, ich kaufe mir jetzt keine Rundballenpresse und keinen Ballenwickler. Aber ich lasse mir ungern was vor dem anderen machen. Ich weiß nicht, da bin ich halt einfach so. Ich helfe mir am liebsten selber. Vielleicht, weil es teilweise schon gewesen ist, du bist im Stich gelassen worden, du hast jemanden angerufen, der sollte was machen und dann tun wir es auch nicht. Und das ist was, das was mich unheimlich aufregt, wenn was ausgemacht ist, wenn was fest ausgemacht ist und du hörst da nichts. Also da eichere ich mich ungemein, muss ich ehrlich sagen. Und vielleicht ist das auch der Grund, dass ich ja wegen dieser Einstellung habe, ich möchte alles selber machen, was geht. Naja. Genug gerät. Ja, Schweinchen fressen. Ich gehe jetzt dann auf zum Abendessen. Langt für heute.
Morgen werde ich weitermachen. Ja, das denke ich, haben wir dann im nächsten Vlog mit Kummer. Morgen ist auf jeden Fall geplant, die Wiesen unten am Bornturm. Also wenn das Wetter passt, wenn es nicht ringt. Die Fläche sind soweit befahrbar. Und dann muss ich einmal ausschauen nach Betzberg auf dem Acker, wo der Was angebaut ist. Dann werde ich dort was drauf spratzeln und dann da unten aufs Ackergliegras und auf den Was auch gleich. Und dann, ja, dann passt es. Nein, die Finger beißt du mir nicht, du musst nämlich ganz schön als Kiefer drohen. Hm? Mit Monster. Hm? Ihr seid so schöner. Hallo Daisy. Ja. So froh, dass ich. Hm, du auch, gell? Ja. Der war heute ein wenig draußen. Der Großer. Darf sich heute mal ein wenig austoben. Genau. Ja, und damit ist dann Feierabend. Ich wünsche euch was. Wir hören uns wieder. Bis dann. Und tschüss.